Ja, und in diesen Minuten beginnt das Arbeitstreffen anlässlich dieses NATO-Geburtstages. Und dort werden auch der führende Staats- und Regierungschefs der NATO jetzt erwartet. Und Elmar Thewissen steht im Nordwesten von London vor dem Landhotel The Grove, wo dieses Treffen gleich stattfinden wird. Guten Tag, Herr Thewissen. Was ist eigentlich das Problem innerhalb der NATO? Geht es da wirklich bei diesem Streit zwischen Trump und Macron nur um die Türkei oder ist das nur vordergründig? Das ist nur vordergründig eigentlich. Es geht schon um die Frage, was soll die NATO eigentlich in Zukunft? Seit dem Ende des Kalten Krieges hat die NATO immer auch nach neuen Herausforderungen gesucht, um ihre Legitimität zu begründen. Sie hat sie auch gefunden, schrecklicherweise durch den 11. September, durch den Terrorismus, auch in jüngeren Jahren natürlich durch den Islamischen Staat. Das heißt, die Terrorbekämpfung ist ein großes Ziel der NATO geworden. Aber man weiß, dass man vor großen künftigen Herausforderungen steht und ist sich nicht so ganz sicher, mit welchen Werkzeugen und mit welchen Konzepten man ihnen gegenübertreten soll. Und das hat Donald Trump ja eigentlich in den letzten Jahren mehrfach klargemacht. Er hat ein bisschen davon gesprochen, dass die NATO ja obsolet sein könnte. Und deswegen darf er sich eigentlich nicht wundern, wenn jetzt auf einmal jemand wie Macron aus Frankreich sich hinstellt und sagt, da muss es lang gehen. Wir müssen uns diesen neuen Herausforderungen stellen. Insofern war das etwas verkehrte Welt gestern, dass wir gehört haben, Macron spricht von einem Hirntod der NATO, fordert aber eben eine Neuausrichtung, während Präsident Trump, der das vorher selber getan hat, nun auf einmal als Verteidiger der NATO dasteht. Also klar ist, heute muss man sich über einige große Zukunftsthemen verständigen, weil die NATO tatsächlich Ziele braucht, damit sie ihre Zukunft auch weiter rechtfertigen kann. Nun wird ja als eines der großen Ziele, als eines der neuen Feindbilder China genannt, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der NATO. Ist das möglicherweise ein neuer gemeinsamer Nenner, auf den man sich versucht zu verständigen und dann alle anderen Probleme damit ein bisschen auszublenden? Ja, man könnte natürlich salopp sagen, wenn man sich einen neuen Gegner aussucht und ihn gefunden hat, dann eint das möglicherweise auch die NATO-Mitgliedstaaten. Generalsekretär Stoltenberg hat hier heute Morgen schon gesagt, das ist ein ganz großes und wichtiges Thema, aber es dient nicht in erster Linie dazu, die Mitgliedstaaten hier zu einen, sondern man sieht tatsächlich China als den großen, mindestens Wettbewerber, möglicherweise auch Kontrahenten oder Gegner in der Zukunft. Die militärische Aufrüstung Chinas beispielsweise im Mittelstreckenraketenbereich, die macht den NATO-Partnern große Sorgen. Da müssten dann Mittelstreckenverträge neu verhandelt werden. Die USA waren ja aus dem INF-Vertrag mit Russland ausgestiegen. Und das gibt einerseits die Möglichkeit, neu zu verhandeln. Allerdings muss man auch dafür China mit an den Tisch bekommen. Ich glaube, dass man sich heute in der Abschlusserklärung darauf verständigen kann, China als einen möglichen Gegner der Zukunft zu sehen. Aber man blendet ein Stück weit dann auch aus, was für Kontroversen dahinter liegen. Man sagt quasi A, will aber nicht B sagen. Denn dazu gehört ja die Frage, ob chinesische Firmen tatsächlich am Digitalausbau, am Ausbau der Mobilfunknetze, auch zum Beispiel von NATO-Staaten wie Deutschland beteiligt sein soll. Da gibt es eine tiefe Kontroverse. Die USA sind der Meinung, dass es viel zu gefährlich ist, China zu beteiligen, auch im Hinblick auf mögliche Cyberkriege. Aber die Europäer sind sich auch untereinander nicht einig, wie sie damit umgehen sollen. Also auch das hier ist eigentlich ein großes Konfliktthema. Gerade eben konnte man auf den Bildern schon sehen, dass der türkische Präsident Erdogan den Gipfel betreten hat. Ist die Türkei dann tatsächlich das größte Übel innerhalb der NATO? Ist das eigentlich der Auslöser für den gesamten Streit? Also anders mal gefragt, Herr Thewissen, ohne die Türkei wäre die NATO da vereinter? Ja, ich glaube das nicht, sondern eigentlicher Auslöser, so sehen es jedenfalls viele Beobachter, ist Donald Trump, der einerseits davon gesprochen hatte, dass die NATO obsolet wäre, andererseits aber auch jemanden wie Erdogan ermutigt hat. Ohne ein Einverständnis der USA wäre Erdogan nicht in Syrien einmarschiert. Das hat viele hier unter den NATO-Mitgliedstaaten sehr verbittert, dass das möglich war in den letzten Monaten. Und obendrein kommt nun ein ermutigter, durch die USA auch ermutigter Erdogan hier auf diesen Gipfel und erpresst gewissermaßen die anderen. Er sagt, ihr müsst die
kurdische Miliz YPG zu einer Terrororganisation erklären als NATO und den Kampf gegen diese Terrormiliz auch erklären. Das wollen die anderen nicht mitmachen, weil sie eben Seite an Seite mit der YPG gegen den Islamischen Staat gekämpft haben. Und das ist eine große Kontroverse hier auf diesem Gipfel. Und daran könnte möglicherweise auch die Abschlusserklärung scheitern. Denn Erdogan hat damit gedroht, wenn die anderen nicht auf seinen Kurs einschwenken. Generalsekretär Stoltenberg bemüht sich noch, irgendeine Kompromissformel zu finden. Es bleibt auf jeden Fall spannend heute hier in London. Dankeschön, Elmar Thewissen im Nordwesten von London vor dem Landhotel The Grove, wo heute der NATO-Geburtstag in Anführungsstrichen zumindest gefeiert wird. Danke für Ihre Einschätzung.